Hallo zusammen, willkommen zurück. Wir befinden uns am Argentum Turnierplatz und haben hier eine weitere Quest, der wir nachgehen wollen. Betrachtung aus sicherer Entfernung, wir sollen die Ansammlung des Kults der Verdammten in Al-Duatar und Mordretar untersuchen. Das werden wir jetzt tun. Hierbei hilft es natürlich, dass wir fliegen können, was wahrscheinlich in den Bereichen von Shadowlands zunächst nicht möglich sein wird, sobald wir dort angekommen sind. Wir befinden uns aber aktuell ja noch im Pre-Event, das heißt Shadowlands ist noch gar nicht draußen, aber die Übergangs-Events laufen gerade. So, zunächst einmal sind wir hier bei... Hey, hey, leise da drüben. Wir wollen ja wohl nicht, dass hier alle mit ihren knochigen kleinen Freunden antanzen, oder? Fitzix Sprengbolz. Wir schauen jetzt einmal, wie das hier aussieht aus der Entfernung. Sieht mir ziemlich gut bewacht aus. Da wäre ich vorsichtig. Ja. Sieht besorgniserregend aus, würde ich sagen. Diese Maschinchen mit dem grünen Zeug, kein Freund davon. Und wir haben hier noch einen anderen Speer. Der auch aus der Ferne schaut. Das wäre Binky Klargang. Eine Gnomin, würde ich jetzt mal schätzen. Was glaubt ihr, was sie da drin vorhaben? Es sieht mir nach beunruhigender leeren Magie aus. Ich als Experte muss das jetzt einmal hier so feststellen. Der Trend zur leeren Magie ist beunruhigend. So, wollen wir mal Bericht erstatten gehen und schauen, was wir daraus für Maßnahmen ableiten. Der Kreuzzug ist bereit. Sie müssen etwas planen, aber was, kann ich nicht sagen. Ich werde unsere Späher anweisen, zu beobachten und zu berichten. Es gibt noch viel zu tun. Kreuzfahrerin Ren hier wird euch bei euren nächsten Vorhaben unterstützen. Während die anderen Kreuzritter die Kontrolle über das Turniergelände zurückgewinnen, müssen wir beide vorwärts dringen. Unsere Streitkräfte hatten zuvor versucht, ein vorgeschobenes Lager weiter in der Eiskrone zu errichten, aber sie wurden überrannt. Mit euch an unserer Seite bin ich zuversichtlich, dass wir das Gebiet zurückerobern können. Das wäre natürlich schön. Errichtet einen Stützpunkt auf dem Eisenwall-Bollwerk in Eiskrone. Unsere Wege auf euer Signal. Los. Auf geht's. Aufi. Hoppi. Okay. Dann halt doch alleine. So viel zu wir beide stürmen vor. Sie hat sich nicht mal bewegt. Damit bin ich noch nicht mal losgeflogen. Ich hätte mich vielleicht sogar dazu erweichen lassen, zu Fuß zu gehen. Nein. Ist ein bisschen ungängig, das Gelände hier. Aber du hast doch bestimmt irgendwie so einen golden, schimmernden Pegasus, den du benutzen hättest können, um mit mir zu kommen. Aber nun gut. Naja, hier sieht das nach meiner Magie aus. So sieht mein Seelenbrunnen aus. Den ich stellen kann, um Gesundheitssteine hier zu erzeugen. Für alle Anhänger meiner Gruppe. So, wollen wir das doch mal hier hinbegeben, um dort einen Stützpunkt zu errichten. Ich weiß gar nicht, ob man hier zu Fuß durchkommt, durch Syndragosas Sturz. Müssen wir mal schauen. Wir sind jetzt erstmal hier oben auf dem Eisenwall-Bollwerk, sehe ich das richtig? Wo genau war jetzt das Problem im Zurückerobern? Ich stelle hier mal so ein Banner hin, okay? Auf Position. Dieses Gebiet wird bald uns gehören. Wow, du bist mit zwei Leuten hier angekommen? Beeindruckend. Ah. Noch ein Ziel.
Das sieht doch schon eher so aus, als müsste man mal hier was verteidigen. Wollt ihr denn auch helfen vielleicht? Dankeschön. Ist nett, wirklich. Also mit der Einstellung, ne? Kampflos werden sie es nicht aufgeben. Ich habe kein Ziel. Ich würde den ja gerne da hauen, wenn er da gerade ein Portal setzt. So, der hier sollte auch kein Problem für uns darstellen. Das Schöne am Hexenmeister ist ja, dass er immer seinen eigenen Tank dabei hat. Wir sind da also nicht abhängig von irgendwem irgendwie. Obwohl wir ein stofftragender, nicht sehr widerstandsfähiger Charakter sind, verfügt der Hexenmeister über genug Möglichkeiten und gehört, glaube ich, zu den stärkeren, oder sagen wir mal einfacheren Klassen. Stärker kann man, glaube ich, so nicht sagen, aber sie ist gerade im Solo-Play echt gut zu spielen. So ein Tank dabei zu haben, ist schon immer eine ganz gute Sache. Gerade wenn ich das mit dem Spielen als Priester oder Magier vergleiche. Wir müssen vorankommen. Bleibt konzentriert. Ah, schon wieder nicht geklappt. Oh, jetzt schicken sie sogar schon beide Gruppen gleichzeitig. Kleiner Tipp, falls ihr es hinkriegt, wäre es hilfreich, wenn ihr die alle gleichzeitig schickt, dann haben wir weniger eine Chance. Aber wenn ihr die natürlich alle einzeln schickt und so verbrennen wollt, meinetwegen, hey. Ich bin der Letzte, der sich da beschwert, ne? So. Sargron, unser Leerwandler, also unser Tank, unser wandelnder Tank, kommt anscheinend gut klar. Hat inzwischen zwar schon einiges an Leben verloren, aber er verliert es in einer Geschwindigkeit, die unkritisch ist. Lasst euch von der Größe nicht täuschen. Das Ding ist brüchig. Bringt es zu Fall. Denn ich kann ihn natürlich auch jederzeit heilen. Und solange ich quasi Zeit habe, weitere Dämonen zu beschwören und selber Schaden anzurichten und ihn genug hochgeheilt bekomme, sind wir eigentlich ziemlich safe. Und wie ihr seht, machen wir auch genug Schaden. Also hier, der ist nicht mal durch das Schild durch. Jetzt habe ich Angst, das ist unrealistisch. zumindest in-game. In-game bin ich ein furchtloser Troll-Hexenmeister. Wenn ich Furcht hätte, könnte ich kein Hexenmeister sein. Also wenn man sich die Story anschaut, die mit der Ordenshalle der Hexenmeister in Legion zu tun hatte, dann darf man da wirklich nicht besonders ängstlich sein. Gut gemacht. Die Justiziarin wird erfreut sein. Lasst uns ihr von unserem Erfolg berichten. Jetzt kommt die Verstärkung. Wenn wir zu viert hier die alle kaputtgeschlagen haben, dann kommen die ganzen anderen an, oder was? Okay, naja. Meinetwegen. Gut, weiter geht's. Genau, kurz, dann kann ich noch erklären oder erzählen, was ich meine, für diejenigen, die das nicht kennen oder gespielt haben oder nicht mit dem Hexenmeister gespielt haben. Also Hexenmeister ist ja die Klasse, die Dämonen beschwört. Gerade meine Spezialisierung der Dämonologie hat sich quasi darauf spezialisiert und beschwört die ganze Zeit nur Dämonen. Also hier mein Area of Effect, Angriff, Eiterplagen, Bomber beispielsweise sind quasi, glaube ich, auch Dämonen, die aus einem Portal niederfallen. Das sind zwei, das ist einer, das sind bis zu drei, das ist die Spezialfähigkeit von dem einen, der immer da ist, dann beschwöre ich so noch welche. Also das ist quasi das tägliche Brot des Hexenmeisters, Dämonen beschwören und kontrollieren. Also die Dämonen helfen mir nicht freiwillig, sondern ich muss sie mit meiner Willensstärke und meiner Magie kontrollieren. Und das ist halt ein gefährliches Unterfangen und bei der Ordenshallen-Quest für den Hexenmeister ist es so, dass man viele andere Hexenmeister da hat und die wollen einen mächtigen Dämon beschwören und dieser ist nicht, wird nicht unter Kontrolle gehalten und entführt einen in eine andere Welt, in eine Dämonenwelt und dann ist man da einfach mal entführt, ganz woanders und Dämonen ausgeliefert und ich glaube, da braucht man schon ein starkes Nervenkostüm. Ich schätze mal, ich hätte danach definitiv ein paar Jahre Therapie gebraucht. Für den Kreuzzug. Der Agentum-Kreuzzug heißt euch willkommen, tapfere Hexenmeister. Ja, ich weiß schon.
Ausgezeichnete Arbeit. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Bald wird der Stützpunkt ausgestattet und als Aufmarschgebiet nutzbar sein. Derweil gibt es noch andere Angelegenheiten, die eure Aufmerksamkeit erfordern. Wir schalten jetzt hier irgendwelche Anstrengungen frei. Ich finde es immer witzig, dass man das nie lesen kann. Es gibt nicht mal einen Tooltip, der mir mal sagt, was das in lang heißen soll. Und gleichzeitig ist hier genug, wäre hier vielleicht noch genug Platz, um eine zweite Zeile reinzuquetschen. Allerdings muss man auch sagen, wie gesagt, wir sind ja im Add-on. Also vielleicht ist das ohne Add-on besser. Bis wir uns wiedersehen. Möge das Licht unsere Klingen leiten. Ja. Das wär's dann wohl. Wir haben jetzt anscheinend noch... Jetzt neue Daily Quests. Warnung, dies ist nur ein Test. Das ist natürlich auch eine ganz tolle Quest. Ich würde mal schätzen, Goblin oder Gnom. Eher Goblin. So. Schauen wir mal. Ich hab, was ihr braucht. Wo manche ein Problem sehen, sehe ich eine Chance. Dieses Geißelfiasko verlangt nach einer kreativen Lösung. Hier ist meine Geheimwaffe. Gesteuert von keinem geringeren als meinem sorgfältig synchronisierten Steuerungsgerät oder kurz SSSG. An dem Namen muss ich wohl noch arbeiten. Ihr seht es als Erster, also dürft ihr es auch zuerst ausprobieren. Keine Sorge, es ist wahrscheinlich sicher. Viel Glück! Okay, also wir müssen jetzt einen Testlauf mit dieser Geheimwaffe machen. Bleibt sauber! Vorsichtig mit dem Ding. Hat mich viel Zeit gekostet, das einigermaßen funktionstüchtig zu machen. Okay, versuchen wir es mal. Geheimwaffe anwenden. Steuerungsmaßnahmen aktivieren. Ha! Hat tatsächlich funktioniert! Okay. Los, beeil dich lieber. Bin mir nicht sicher, wie lange das Ding durchhält. Also, wir sind jetzt ein blutgerünstiger Ghoul und müssen jetzt anscheinend hier reinlaufen und mal ein bisschen Schaden machen. Fügt einem Gegner körperlichen Schaden, sodass eine infizierte Wunde entstehen. Achso, dafür brauche ich ein Ziel. Irgendwas mit Infizieren, erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit, verschlingt das Fleisch. Okay, anscheinend ist die Geheimwaffe eher darauf zurückzuführen, dass das Viech halt normalerweise nicht kontrollierbar ist. Weniger darauf, dass es super stark ist. Also man kennt ja diese Art von Missionen, wo man plötzlich ganz viele Gegner ganz leicht kaputt bekommt. Genau, Gesundheit wiederherstellen ist auf jeden Fall gut. Zuerst etwas anvisieren. Schauen wir mal. Also anscheinend müssen wir 20 Gegner töten. Würde ich jetzt einfach mal vermuten, 5% pro Gegner, pro regulärem. Das wird ein Weilchen dauern, allerdings, ja, keine Ahnung, was wir dann dafür bekommen. Ich weiß nicht, wie das mit Daily Quests hier läuft, was man davon hat. Das werden wir wohl sehen. Es ist allerdings so betrachtet irgendwie keine sehr spannende Quest, muss ich sagen. Also eigentlich typisch Daily Quest. Wobei es da auch immer gute und schlechte gibt, das muss man auch fairerweise dazu sagen. Aber die hier ist ein wenig zäh. Also von einer Geheimwaffe hätte ich mir mehr erwartet, mein lieber Fitzix. Das muss ich schon dazu sagen. Also das, nun denn, vielleicht geht das alles ein bisschen schneller, wenn man quasi hier mehr von diesen Zombies rumrennen hat. Aber so ist die Daily Quest ja eigentlich nicht aufgezogen. Er sagt ja, er hat nur eine Geheimwaffe und ich bin der Erste, der sie testet und nicht. Er hat 35.000 davon. Dementsprechend, naja. Wir ziehen das jetzt trotzdem mal durch, weil ich euch auch gerne zeigen will oder weil ich auch selber gerne wissen will, was man denn dann hier davon hat. Was es mir jetzt bringt, während dieses Pre-Events, das ja nur 2 Wochen geht, hier irgendwelche Dailies zu farmen. Und danach ist das Event ja wieder weg und vorbei und nicht mehr machbar und für immer verloren. Das ist quasi sehr schön. Der Große bringt immerhin 10%.
Deswegen durchaus interessant, was man hier bekommt, weil ich rechne halt damit, dass es wie ist, wie bei jeder anderen Erweiterung auch. Es kommt eine neue Erweiterung und egal wie gut man am Ende vom der vorherigen Erweiterung war, natürlich findet man dann relativ früh besseren Stuff in der neuen Erweiterung. Weil ansonsten wäre es ja auch blöd. Ist natürlich ein bisschen frustrierend, wenn man da irgendwas mit Legendaries irgendwas gefarmt hat. Habe ich jetzt persönlich nie, aber... Nun ja, andererseits muss das Spiel ja auch weitergehen, nicht wahr? Das sind vielleicht ein bisschen viele, aber wir versuchen es trotzdem. Ach so, ich muss erst was anvisieren. Ja, okay. Ja, das sieht nicht so gut aus. Gucken wir mal. Ich würde jetzt aktuell abschätzen, dass wir es schaffen, weil der Schaden wird ja langsamer. Nur dem da dürfen wir nicht auch noch jetzt auf den Leim gehen. Dann haben wir ein Problem. Okay, er biegt ab, das ist gut. Und dann müssten wir auf jeden Fall warten, bis das hier wieder verfügbar ist, würde ich mal behaupten. Damit wir uns wieder ein bisschen heilen können hier. Ja, dann verbringen wir jetzt unsere Zeit hier mit. Schön. Nun denn, 21% fehlen noch. Interessant, dass wir irgendwie an 4% oder so gekommen sind. Wahrscheinlich irgendwie sowas davon. Die drei zusammen, vier, ergibt aber auch keinen Sinn. Vielleicht auch jeder von denen einen? Oder halt auch mehr? Ich weiß es nicht. Nun ja. Drei Stück kriegen wir wohl noch hin. Ja, das sollte machbar sein. Und dann können wir zum Glück hier mit auf der Jagd ein bisschen schneller zurückrennen. Aber ja, das ist jetzt wirklich nicht die spannendste Daily Quest der Welt. Ja, nehmen wir auf dem Rückweg einfach noch jemanden mit. Gibt hier ja ein paar... Ach, guck mal an, da kommt schon jemand, der sich freiwillig meldet. Dich ignoriere ich, das ist dir klar, ja? Also ich steck dich gerne mal an noch mit irgendwas. Genau, und danach bin ich einfach weg. Ach so, das macht der einfach von selber, ich verstehe. Hey, hoho, wieder in einem Stück zurück, wie ich sehe. Wusste ich doch, dass das funktionieren würde. Zeit ist Geld. Junge, Junge, habt ihr die Gesichter gesehen? Gut, manche haben nicht wirklich Gesichter, aber ihr wisst schon, ihre Kiefer und all das. Ha! Das war großartig. Die Möglichkeiten sind endlos. Schön, dass ich helfen konnte. Also wir bekommen hier anscheinend diese Agentum-Dinger da. Das sind also irgendwelche Marken. Ich schätze mal, davon kann man sich dann einfach ein bisschen Ausrüstung kaufen. Und dann startet man doch einen Ticken stärker in Shadowlands. Ich weiß es nicht. Ich sehe hier noch eine Daily Quest. Dann sind wir bei 3 Stück. Das würde passen. Dann hat ja meistens 3 davon. Irgendwie... Also ist ja zumindest auch in BFA bei den Gebieten so gewesen, Ensoth und so. Waren ja, glaube ich, meistens 3 Daily Quests. So. Hallöchen. Hoch, seid ihr aber groß. Während alle damit beschäftigt sind, unsere Gegner mit Schwert und Magie abzuwehren, versuchen wir etwas anderes. Hier ist meine neueste Erfindung, der Kampfnullifizierer 07X. Mit diesem Gerät ist der Gegner keiner mehr. Ich habe die exakten Energiemodulator-Kalkulationen noch nicht zur Hand, aber es funktioniert. Meistens. Erst einmal müssen wir etwas Energie von unseren Gegnern borgen, um es zum Laufen zu bringen. Na los, ladet es auf und probiert es aus. Ladet das Energieeindämmungsmodul auf, um 5 Gegner mit dem Kampfnullifizierer 07X bei Sindragosas Sturz zu pulverisieren. Meine Güte. Gegner pulverisieren, ja. Wie laden wir das auf? Müssen wir uns hier irgendwie hinstellen? Müssen wir die irgendwie... Achso, jetzt ist hier ein Allianzler, der hier irgendwas tut.
Also ich hätte jetzt halt einfach erwartet, dass ich hier vermutlich erstmal Gegner killen muss. Das lädt dann hier dieses Dingelchen auf. Gespeicherte Energie lädt den Kampfnullifizierer 07X auf. Nein, okay, das stimmt also nicht. Zumindest haben wir schon mal... Ah doch, stimmt wohl. Hä? Ach, ich muss nur hier an die Eier, oder was? Jetzt bin ich verwirrt. So. Doch, töten und dann neben denen stehen und dann macht er den hier. Verwandelt einen Gegner einfach in einen Nicht-Gegner. Tatsächliche Ergebnisse können abweichen. Hier, den Necrolord möchte ich gerne neutralisieren. Peng! Hier, ihr Pfeifen, kommt mal her. Also der hat den jetzt einfach in was auch immer verwandelt, okay? Auch das hier scheint mir ein bisschen anstrengend zu sein als Daily Quest, weil ich die ganze Zeit Gegner töten muss. Um dieses Ding aufzuladen und dann muss ich das einmal benutzen und dann muss ich es wieder aufladen. Ja, dann nullifizieren wir jetzt mal den da. Also mit den Eiern hat es echt nichts zu tun. Ich muss mich quasi neben Leichen stellen. Auch irgendwie strange. Naja, immerhin haben wir so die Möglichkeit, vielleicht ein paar von diesen Runensteinen zu sammeln, die ja auch noch zum Daily Quest gehören. Interessanterweise. Wir bleiben jetzt nochmal hier stehen. Zack. Zumindest geht diese Quest gefühlt deutlich schneller als die andere. In dem Fall, good job, Gnome. Da hast du den Kampf gegen den Goblin gewonnen. Wie viele Gegner braucht man denn wohl so dafür? Steht hier dran, ob man hier, ob der hier die sammeln, die Dinger da? Nee, steht anscheinend nicht dran. Ob der Gegner die droppen kann, meine ich. Okay. Ich hätte jetzt lieber den Kleinen da mit dem Pulverisierer pulverisiert, um bei dem anderen eventuell noch eine Chance auf irgendwas Sinnvolles als Drop zu haben. Eben wie gesagt, in den Stein vielleicht. Müsste ich vielleicht nochmal nachlesen, wann dann wo, wer oder was die droppt, aber ich dachte eigentlich Gegner irgendwo in Eiskrone reichen. Ja, da haben wir einen. Das ist zu weit entfernt. Was ganz cool ist, weil der Gipfel hat direkt 20% gegeben. Ich glaube, die normalen bringen nur 10. Dennoch muss man wohl einiges unterwegs sein hier. Und das machen wir auch nicht zusammen. Also das, denke ich mal, ist wirklich entbehrt jeglicher vernünftigen Motivation. Dass wir das hier mal zusammen machen. Das ist ja einfach nur durch die Gegend ziehen, Gegner töten und hoffen, dass sie was droppen. Das brauchen wir jetzt nicht. Hi. Was machst du da? Dich töte ich jetzt einfach nur aus Interesse, weil ich nicht weiß, was du hier tust. Aber du bist einfach wahrscheinlich nur hier. Okay. Ich verstehe. Gut. Das reicht mir schon. Hi. Schönen guten Tag. Wow, das war ein Kracher, was? Sehr gut. Ja, ein Kracher. So, damit wären wir anscheinend soweit auch schon durch. Zunächst mit dem Pre-Event. Soweit ich weiß, passiert das Pre-Event in zwei Phasen. Wir sind gerade in der ersten, das heißt, in der zweiten wird nochmal etwas passieren. Wir sind hier aber auch noch nicht ganz durch. Es gibt auch noch hier Nathanos zu besiegen. Ich vermute mal, dass das nicht allzu lange dauern wird. Daher werde ich das dann noch hier im Anschluss schnell
mit euch machen. Das wird allerdings bei für mich an einem, aus einem anderen Zeitpunkt passieren, deswegen wird das dann hinten rangeschnitten. Also sehen wir uns gleich noch einmal, wenn wir Nathanos verprügeln. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon fertig. Stellt euch mir, Feiglinge! Stellt euch mir, Feiglinge! Ich sehe. Ich sehe euch da oben. Ich sehe euch da oben. Also ihr merkt schon, wir sind hier gerade dabei, Nathanos anzugreifen. Ihr habt bestimmt auch schon ein bisschen was vorher gesehen. Es lädt sehr langsam hier und es ist unheimlich viel los. Es gibt anscheinend viele, die jetzt auf den letzten Drücker, beziehungsweise halt am... Ja, ich glaube am letzten Tag, wo es geht, Nathanos mal in den Hintern treten wollen. Und das machen wir auch gerade. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir am Ende noch irgendwie draufgehen oder dass es uns hier abkackt, so wie jetzt gerade. Kommt schon! Habt ihr nichts Besseres drauf? Ah! Interessant. Verließ. Bei all den vielen Seelen, die verbrannt sind in eurem geliebten Baum. Wo ist sie? Na los, tötet mich. Ihr schickt mich direkt zu meiner Herrin. Jenseits des zerrissenen Schleiers. Ah, Tyrande. Hohe Priesterin, Nachtkriegerin, völlig machtlos, das Bevorstehende zu ver...
So, damit haben wir auch Nathanos Pestrufer besiegt. Und können uns zurück auf den Weg nach Orgrimmar machen. Ja, Tyrande hat sich verändert. Sie war schon mal schöner. Ich glaube, sie war auch schon gnädiger. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht schlechte Omen sind, so wie sie gerade tickt. Weil, das haben wir schon mal besprochen, dieser Kreislauf, nicht wahr? Wobei Sylvanas und Pestrufer ja gerade nicht sehr beliebt sind. Dennoch, schauen wir mal, was daraus noch wird. Ich hoffe, sie kommt von dem Trip auch wieder runter. Für ihr eigenes Wohl, weil sonst gibt es vielleicht bald einen Schlachtzug oder eine Weltquest gegen sie. Nun denn, können wir jetzt noch der Banshee-Champion abgeben und hier ist auch noch irgendwas Questmäßiges, das war aber Dungeon oder so, oder wie war das? Ich kann mich nicht erinnern. Die ewige Sonne leitet uns weiterhin. Der Lord Regent zeigt ein gehässiges Lächeln. Ein treffliches Ende für den Pestrufer. Ich hätte es gern mit eigenen Augen gesehen. Hier bekommen wir auch wieder Agentum-Belobigungen. Die Horde gibt uns Stärke. Zu Lebzeiten war Nathanos Maris ein Rohling. Im Tod sind seine übelsten Eigenschaften noch schlimmer. Endlich hat den Pestrufer sein gerechtes Schicksal ereilt. Ich bedauere nur, dass ich es nicht selbst sehen konnte. Ich missgönne Tyrande Whisperwind nicht den Todesstoß. Ich hoffe nur, dass der Zorn der Nachtkriegerin sich weiter auf Sylvanas konzentriert. Verzeiht, wenn ich unterbreche, Lord Regent. Aber ich habe den Kaldorei, die nach der Schlacht um die Dunkelküste in Untote verwandelt wurden, einen Rat gegeben. Ich glaube, ich habe ihnen einen Weg gezeigt. Wenn ich der Hohepriesterin von ihnen erzähle, könnte ich vielleicht ihren Schmerz ein wenig lindern. Lillian Voss hat uns davon erzählt, Lady Menethil. Hoffen wir, dass euer freundliches Angebot Früchte tragen wird. Ja, das wäre wünschenswert. Nun denn, jetzt schauen wir mal eben noch, was die Quest hier ist. Da hat sich jetzt natürlich netterweise einer direkt reingestellt mit seinem fetten Viech. Justiziarin Treuherz hat persönlich eure Hilfe angefragt. Die frostigen Winde erwarten eure Rückkehr. Vorwärts zum Sieg. Schon wieder. Das haben wir aber schon gemacht. Ich denke mal, da wird es auch nichts weiter geben. Falls doch, werden wir das spätestens in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Das war ja jetzt das Ende einer Folge, welches ich vor anderthalb Tagen angefangen habe aufzunehmen. Deswegen entschuldigt, falls der Übergang etwas ruppig wirkte. Und ja, das war's. Tschüss!